Also diese Geschichte der Samaritanerin, verstehst, war so ähnlich angelegt, dass diese unerbittliche Lebensverweigerin, die selbst den Jesus Christus als Gottes Sohn als tapferen, mutigen Mann, dass man nicht bereit war, nach stundenlangen Bitten einen Schöpfer voll Wasser zu geben und lieber Diskussionen entfachtet ins Unendliche, verstehst? Und so ähnlich, sie hat dann beansprucht, Religion, die Väterlichkeit, die Ethik, die Moral hat ihm vorgeworfen, verschiedene Mythologien, verschiedene Tradierungen, hat sie gesagt, differenzierten sie. Und dann hat sie gesagt, der Brunnen, der Jakobsbrunnen, der sei kein Männerbrunnen, sondern er sei ihr geweiht, weil ihre Väter wären die Jakob und was weiß ich. Das heißt, alles hat sie für sich in Anspruch genommen. Und heute ist es ähnlich. Die Bordells, die Tankstellen und alle die letzten Restaurants, alle in fremden Händen, also im Hinterhalt eigentlich von weiblichen, also sehr materialistisch denkenden, unethischen, um nicht zu sagen babylonischen Huren geführt und ausgenützt. Und der Mann hat nichts, weit und breit kein Lichtlein, wo brennt, verstehst? Und weit und breit kein einziges Geschäft, das er selber in den Händen hält, ein Staatsbürger in Österreich. Weit und breit zum Beispiel nicht irgendwie ein Wirtshaus, der sich selber lenken darf. Oder weit und breit kein Professionistenhandwerk, dass er sagt, er sei Tischler oder er sei Fassmacher oder er sei Buchbinder oder er sei das oder jenes. Nix, verstehst? Alles in diesen brutalen, fern hergewandten Weiberhänden. Und der Mann muss vor diesen Damen ein paar Euro zahlen, damit er neben ihnen onanieren darf und einen Erotikfilm anschauen. Verstehst du, ausgenutzt ist ja. Und das ist so, wenn die Infrastruktur angeratet wird, verstehst? Wenn das Wenige, was eine Stadt noch hat, alles in sehr materialistischen, gewaltbereiten, unerbittlichen Weiberhänden übergeben worden ist, verstehst? Dann hat der eigene Staatsbürger, der eigene Mann, der arbeitet, nicht einen Sexualverkehr ohne zu zahlen oder nicht eine Suppe aus Liebe. Und die ganzen Mädchen laufen immer davon, verstehst? Die lassen sich irgendwo befriedigen, woanders, aber nicht von eigenen Typen. Und die ganzen Männer, die ich jetzt abgebildet habe, alle die besten Jungs, verstehst du, zwischen 18 und zwischen 30, keinen einzigen Geschlechtsakt gehabt. Die ganze Jugendzeit, nicht, nix, verstehst? Kein Moped, kein nix. Die Besten, darunter noch mit Damenfahrrad, aber das ohne Licht. Und das sind aber absolut die Besten, verstehst? Die anderen gehen ganz krank, gebeugt, gebückt, chronisch heruntergeputzt und gedemütigt. Aber dumm, verstehst? Und sehr beschleunigt, verstehst? Wie krank, also so ratmäßig, verstehst? Der Körperkoordination sehr schlecht. Wie Radstanden. Also wie Rasselrader, die falsch beraten wurden in der Jugendzeit, verstehst? Und da kommt nichts mehr raus, weil so einen jugendlichen Burschen, da brauchst du jahrelanges Psychiater für ein Stück, dass du ihn ermunterst, verstehst? Dass du ihn wieder aufbaust, dass er von seiner beschleunigten Haltung und von seiner Aggression wieder runterkäme. Er ist ja gedemütigt, verstehst? Entmutigt. Wenn die Mädchen jeden vorziehen, jedem in jedem Bordell, jeden, verstehst? Nur ihn nicht. Und dann ohne Licht, verstehst? Ohne Blinken, ohne nichts, ohne Rücklicht, ohne Beleuchtung, mit den Autos umeinander zischen. Da scheißt sie nichts mehr. Und das ist das gleiche Ding, verstehst? Man sieht kein einziges Mädchen, alles nur Burschen, manchmal zu 12 und halt im Trübsal, ohne nichts. Und viele auch dann allein. Die kommen aber erst so um 1 Uhr raus, die zum Beispiel ein Hündchen besitzen, diese Burschen. Die gehen dann ganz tapfer, entweder im frühen Morgen, weil sie die Luft gern haben, oder erst nach diese, also wenn sie nicht mehr befürchten, irgendwie angeratet werden von irgendwelchen Betrunkenen. Verstehst du, sie kommen dann so etwa um 0.30 Uhr bis 1 Uhr heraus. Dann führen sie noch einmal das Hündchen durch die Gassen und die Stille zu genießen. Das ist ja auch was Schönes für Hundebesitzer, die 30 Jahre keine sexuelle Freude hatten. Und dann bin ich wieder hier, wie immer.
Also kein einziges Lichtlein brennt in den ganzen Palästen. Nicht ein Lichtlein, du hast ja gesehen. Also die ganzen Straßen, diese 18 Straßen, die ich heute gezeigt habe, es ist etwa 23 Uhr gewesen, jetzt ein bisschen später, keine einzige Beleuchtung, kein einziges Mädchen, kein nix. Verstehst? Und kein einziger Mann hat 30 Jahre einen Schusterprozess erfahren. Und kein einziger Mann hat natürlich Nachkommen oder ein Fahrrad. Kann er sich nicht leisten.